der Landeskongress ist jetzt vorbei und ich habe ja in meinem anderen Video schon gesagt, ich freue mich darauf, wenn wir richtig viele Anträge beraten kriegen und wir haben wirklich viele Anträge beraten bekommen. Insgesamt waren ja 17 eingereicht und ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht mehr merken, wie viele wir alle generell so besprochen haben. Deswegen habe ich auch das Antragsbuch quasi, beziehungsweise die Antragsübersicht vor mir. Und wir haben am Ende nur zwei davon verwiesen. Die Antragsdebatte war auch richtig bunt, also es ist auch immer wieder erstaunlich für mich, wie heißblütig Menschen dann auch über Sport diskutieren. Wir hatten einen Antrag, ja, der wollte, dass der Sportunterricht umgestaltet wird, dass es mehr mit Vereinen zusammengeht. Und das war, glaube ich, mit einer der heißesten Debatten, obwohl sie relativ am Ende stand. Auf Platz 1 der Anträge gelandet ist, das ist die Trennung von Amt und Mandat in der FDP. Da zeigt sich ja nochmal, wir hatten halt, wir haben sozusagen, wir sind jetzt in der Situation, wo es gerade einfach ein aktuelles Thema ist. Tatsächlich ist es sogar schon Beschlusslage seit mehreren Jahren. Und deswegen hoffe ich, dass wir das auch jetzt in näherer Zeit auch wieder stärker einbringen können, unsere Beschlusslage. Auf Platz 2 war dann chancengerechte privatisierte Schulbildung. Das haben wir zwar am Ende nicht beschlossen, aber ich glaube, die Debatte dazu war auch wieder ganz interessant, auch gerade weil das wieder gezeigt hat, man muss nicht unbedingt am Ende zu einem krassen Ergebnis, also man muss nicht am Ende einfach einen krassen Beschluss haben, um eine erfolgreiche Debatte und um eine gute Diskussion geführt zu haben. Und ja, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Also bei manchen Anträgen ging es halt wirklich schnell, bei anderen fährt man sich dann doch irgendwie fest. Und ja, ich freue mich ganz so auf den nächsten Landeskongress, auf den die beiden anderen Anträge noch verwiesen.